Ja, das Thema Zeit für mich ist im Prinzip neben der physikalischen Größe halt auch einfach wie eine Währung. Also es gibt nichts Wertvolleres in der heutigen Zeit. Zeit ist für mich Luxus und ich denke, es ist was, was man sich sehr gut einteilen muss und bei dem es wichtig ist, dass man sich damit befasst und für sich persönlich eine Entscheidung trifft, wie man damit umgehen möchte. Das Mannheim Forum ist ein Studentenkongress, der in diesem Jahr in Vorträgen, Diskussionen und Workshops das Thema Zeitfragen beleuchtet und in dem Studenten einfach mit Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik zusammenkommen können und dieses Thema diskutieren können. Wofür sich Studenten heute mehr Zeit nehmen sollten, glaube ich, ist grundsätzlich weniger an Energie in Fortkommen und sich mehr darauf besinnen, worin sie wirklich gut sind und was sie wirklich gut können. Ich schenke dem Mannheim Forum gern meine Zeit, weil ich selbst Student war, selbst Kongresse organisiert habe, weiß, wie schwierig das ist und finde es toll, dass es solche Initiativen heute auch noch gibt. Ja, das Spannende an solchen Veranstaltungen sind einfach die Fragestellungen, die man bekommt. Und das ist ja gerade das Schöne bei Studenten, dass das frische, unverbrauchte Fragen sind und das ist für einen selbst dann auch immer wieder ein Anlass, darüber nachzudenken und beim Nachdenken bekommt man auch wieder neue Ideen. Ich denke, das ist ein guter Ansatz, um Studenten aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen, mit Leuten aus verschiedenen Themengebieten. Und ich glaube, gerade was Wirtschaft angeht, ist es gut, wenn man einen bisschen breiteren Horizont hat, denn Wirtschaft und Gesellschaft gehören ja sehr eng zusammen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder zwei Premium-Partner, die uns wirklich sehr unterstützen. Das ist einmal die Racket Bank Kita Deutschland GmbH, auf der anderen Seite die Volkswagen Financial Services AG. Ich finde die Arbeit, die hier gemacht wird, toll. Und das unterstütze ich gerne, indem ich hinkomme. Als Politiker lebt man ja davon, dass man über seine Ideen und Vorstellungen redet und schaut, ob man Resonanz findet, versucht zu erklären, was man macht. Und da sind natürlich solche Formate interessant. Ich habe mir die Zeit hier für das Mannheim Forum genommen, indem ich hart priorisiert habe. Und das Mannheim Forum war interessant genug, dass ich gesagt habe, da muss ich auf jeden Fall hin. Also ich bin Mannheimer und ich finde es toll, dass an unserer Universität eine so großartige Veranstaltung mit so vielen Teilnehmern stattfindet. Ich nehme mit sehr viele interessierte Studenten, sehr viele kluge Fragen. Ich hoffe, ich habe sie ansatzweise vernünftig beantwortet, aber sowas ist immer ein Geben und Nehmen und auch für mich Inspiration, auch für meinen Job. Das ist eine ideale Mischung aus tagsüber sich inhaltlich mit aktuellen Problemen zu beschäftigen und dann abends eben das Ganze entspannt ausklingen zu lassen in einer lockeren Atmosphäre hier im Bootshaus. Das Besondere am Mannheim Forum ist für mich einfach, dass jeder Teilnehmer, jeder Referent, jeder Helfer diesem Event, diesen drei Tagen, seinen ganz eigenen und persönlichen Stempel aufdrücken kann. Und das finde ich unheimlich motivierend, inspirierend und das macht wahnsinnig viel Spaß. Uns hat es richtig viel Spaß gemacht dieses Jahr. Ich hoffe, den 500 Teilnehmern auch. Wir freuen uns jetzt schon sehr, viele Gesichter auch nächstes Jahr wiederzusehen beim Mannheim Forum 2016.